Versandbedingungen nicht erfüllt, Rücksendung. Ja, das lesen zurzeit viele Kunden von AliExpress im DHL-Tracking. Dieses Video klärt die Hintergründe auf. Es ist auch hilfreich für euch, wenn ihr jetzt kein Kunde von AliExpress seid, sondern ein Paket bei irgendeinem anderen Online-Shop bestellt habt und dort erscheint die Meldung, Versandbedingungen nicht erfüllt. Was ist die Ursache? Was kann man tun? Mehr dazu jetzt. Zuerst mal das akute Problem, ihr könnt die Rücksendung des Pakets leider nicht stoppen. Sobald im DHL-Tracking die Meldung erscheint, die Sendung entspricht nicht unseren Versandbedingungen, leitet DHL eine Rücksendung ein und weder ihr noch der DHL-Kundenservice kann die Rücksendung stoppen. Manchmal hängen Rücksendungen noch 1 bis 3 Tage fest bei DHL, die drehen da Kreise, aber normalerweise sollte es innerhalb von 1 bis 2 Tagen gelingen, dass DHL euer Paket wieder an den Absender zurückschickt bzw. an ein Retourenlager. Wenn die Absenderadresse, die Rücksenderadresse ein großer Onlineshop ist oder ein großes Retourenlager, erscheint diese Meldung im Tracking. Die Sendung wurde direkt ab Paketzentrum dem Geschäftskunden zugestellt. Habt ihr bei einem China-Händler bestellt, wie AliExpress, Temu, Wish etc., dann stellt jetzt die DHL-Sendungsverfolgung auf Englisch um, macht einen Screenshot davon und schickt diesen Screenshot an den Verkäufer bzw. an den Kundenservice des Marktplatzes, wo ihr eingekauft habt und bittet um eine Rückerstattung des Kaufpreises. Ich habe es schon von einigen AliExpress-Kunden gehört, dass sie von AliExpress gebeten wurden, von DHL eine Art Rücksendebestätigung anzufordern, dass sie also die Ware nicht erhalten haben, aber solche Bestätigungen stellt DHL nicht aus. Deshalb mein Tipp, behelft euch mit einem Screenshot der Sendungsverfolgung auf Englisch, woraus hervorgeht, dass die Ware zurückgesendet wurde. Ja, wenn ihr jetzt bei einem deutschen Online-Händler gekauft habt, ist das Ganze weniger ein Problem. Deutsche Online-Händler werden euch wahrscheinlich automatisch den Kaufpreis erstatten oder mit euch in Kontakt treten und vielleicht eine Ersatzlieferung, Neulieferung der bestellten Ware absprechen. Bei China-Bestellungen fragt ihr euch vielleicht, was passiert mit der Ware, wo landet die eigentlich? Ja, sie landet in ominösen Retourencentern, also sie bleibt in Deutschland oder in Europa. China-Ware ist meistens so günstig, dass sich der relativ teure Rücktransport bis nach China nicht lohnt. Deshalb verbleibt eure Ware hier in Europa und wird in irgendwelchen Restposten verscherbelt. Es gibt ja so spezialisierte Retourenankäufer. Vielleicht kennt ihr da Videos bei YouTube. Man kann ja so Mystery-Paletten oder Mystery-Kartons kaufen mit irgendwelchen Retourenwaren drin. Und da wird eure China-Ware dann landen, die als Rückläufer in einem Retourenlager gelandet ist. Jetzt zu den Ursachen. Welche Gründe kann es haben, dass bei DHL-Paket die Meldung erscheint, die Sendung entspricht nicht unseren Versandbedingungen? Bei den vielen AliExpress-Paketen, die jetzt im Januar 2024 im Paketerforum gemeldet wurden, da ist die Ursache, dass AliExpress bzw. deren Logistiktochter Kainiao die falsche Versandart gebucht hat. Und zwar nicht DHL-Paket normal, sondern DHL-Paket mit Nachname. Ja, und das ist ja völliger Quatsch, weil bei AliExpress kann man gar nicht per Nachname bestellen. Da bezahlt man ja immer den Kaufpreis im Voraus und muss dann bei Lieferung nichts weiter bezahlen. Also da lag der Fehler eindeutig beim Absender. Da wurde die falsche Versandart gebucht. Weitere häufige Gründe für diese Meldung, Versandbedingungen nicht erfüllt, sind Lieferungen an DHL-Packstation und an Postfiliale direkt. Bei der Lieferung zur DHL-Packstation ist ja wichtig, dass eure Postnummer, DHL-Kundennummer, in der Lieferanschrift angegeben wird. Und manche China-Händler vergessen gerne mal Angaben auf dem Label. Es kann also passieren, dass eure Postnummer einfach nicht aufgedruckt wird auf dem Label, obwohl ihr sie im Bestellprozess genannt habt. Ja, dann kann das Paket nicht in die Packstation eingelegt werden. Oder vielleicht wird nur die Postnummer auf dem Label gedruckt und euer Name fehlt. Auch dann ist keine Zustellung an der Packstation möglich. Ja, bei Lieferungen an DHL-Paketshops, also Versandart Postfiliale direkt, da kann es passieren, dass der Absender vielleicht die Versandart DHL-Warenpost gewählt hat und nicht DHL-Paket. DHL-Warenpost ist ein Briefprodukt und DHL-Warenpost kann nicht an Postfilialen zugestellt werden, sondern es muss ein DHL-Paket sein. Nur dann ist die Lieferung an einen DHL-Paketshop möglich. Problem, als Kunde kann man im Voraus gar nicht wissen, welche Versandart der Absender wählen wird, ob der Versender AliExpress zum Beispiel jetzt mit DHL-Warenpost liefert oder mit DHL-Paket, ist eigentlich schwierig, nur für Profis, sage ich mal, im Voraus herauszufinden, vielleicht anhand der Produktgröße weiß man, welche Versandart gewählt wird. Aber generell empfehle ich euch, wenn ihr in China bestellt oder generell im Ausland, gebt immer eure Hausanschrift als Lieferadresse an. Es gibt zu viele Probleme mit DHL-Packstation und DHL-Paketshop Postfiliale direkt. Ich empfehle euch nicht, Pakete dorthin liefern zu lassen. Es kann schon daran scheitern, dass eure Bestellung gar nicht mit DHL verschickt wird, sondern vielleicht mit Hermes. Ja, und dann ist natürlich Packstation Postfiliale total unmöglich. Deshalb lieber zur Hausanschrift liefern lassen.
Und jetzt noch ein Tipp, wenn ihr Probleme habt, den Kaufpreis erstattet zu bekommen. Es gibt ja noch die Möglichkeit, PayPal-Käuferschutz einzuschalten oder vielleicht Klarna-Käuferschutz. Oder wenn ihr mit Kreditkarte bezahlt habt, versucht den Kaufpreis via Kreditkarte zurückbuchen zu lassen. Das sollte aber immer erst der zweite oder letzte Schritt sein. Versucht im ersten Schritt immer möglichst eine gütliche Einigung mit dem jeweiligen Verkäufer zu erzielen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, die in diesem Video nicht beantwortet wurden, dann kommentiert gerne euren individuellen Fall unter diesem Video. Ich werde versuchen, da Hilfestellung zu leisten. Oder schreibt gerne ins Forum auf paketdaer.de.